Willkommen zu einem weiteren Bannlisten-Video, denn ab dem 01.01.2015 wird die nächste Bannliste aktuell sein und ja, ich wollte die heute mal vorstellen. Wir haben heute wie viele Neuerungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Neuerungen, okay. Ist jetzt nicht so viel, allerdings sind es sehr, sehr wichtige Neuerungen teilweise und welche, die ich persönlich nicht fassen kann, weil sie einfach unfassbar dämlich sind. Aber das sind wir schon von Konami gewohnt. Deswegen, also ich sag mal so, die kommenden Bandes, die werden immer behinderter, das kann ich euch schon mal prophezeien. Es sei denn, sie checken es endlich mal, dass so Themen wie Quillfor einfach unbesiegbar sind mit normalen Decks und dass man die vielleicht nerven müsste, aber da spricht leider der Kommerz aus Konami, denn die Karten sind neu, jeder will, dass sie gekauft werden bei Konami. Deswegen wird die Bandlist diese Decks nicht zerficken, auch wenn sie es eigentlich verdient hätten, weil sie einfach zu mächtig sind. Wir gehen jetzt mal ganz einfach durch, so wie immer. Wir haben hier zunächst die Superpolymerisation, die wurde auf 1 gesetzt letztens, jetzt wird sie verboten. Das schwächt wieder die Elementarhelden, die mittlerweile eh ziemlich gefickt sind, weil einfach Superpolymerisation ziemlich genial war, gerade weil es halt eine Schnellzauberkarte ist. Aber man wollte damit wieder Shadow schwächen, allerdings wie schon beim letzten Mal, als die Karte runtergesetzt wurde, der Nerf ist an der komplett falschen Stelle. Warum kann man nicht einfach einen Falco oder so von Shadow ein bisschen runtersetzen oder verbieten? Dann wäre das ganze Problem auf jeden Fall besser gefixt als hier. Deswegen, diese Neuerung macht wenig Sinn. Die nächste Neuerung, Artefakt Moral Tag. Wenn diese Karte spezialbeschwören wird im gegnerischen Spielzug, darf man eine Karte vom Gegner zerstören. Das ist ziemlich stark, aber jetzt wurde diese Karte von 3 auf 1 gesetzt und das bedeutet, dass alle Decks, die Artefakte als wichtigen Support nutzen, damit tot sind, weil Moral Tag am wichtigsten war. Und dass Artefakte an sich ultra geschwächt wurden. Hier muss ich allerdings sagen, dass Artefakte ein OP-Thema sind. Allerdings sind sie nicht so OP wie Quillfor oder Shadow. Meiner Meinung nach. Deswegen, ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass man diese Decks schwächt, aber Quillfor nicht. Aber wie schon gesagt, ich kann es irgendwie doch nachvollziehen, weil es halt dieser Kommerz ist. Und dieser Kommerz schadet Yu-Gi-Oh! Ungemein und ich hoffe, dass die irgendwann kapieren, dass das so nichts bringt, weil das Kartenspiel so auf jeden Fall, ja, sehr viel schlechter wird, muss ich wirklich sagen. Die nächste Neuerung ist die schlechteste, die eingetreten ist. Und zwar wurde eine weitere OP-Zauberkarte wieder erlaubt. Schnappstahl wurde von verboten auf 1 gesetzt. In der letzten Bannliste hatten wir Raigeki. Als Raigeki rausgekommen ist, hat sich jeder gedacht, wow, das ist krass. Das ist zu krass, ja. Und das ist es auch. Und Schnappstahl ist eine weitere dieser OP-Zauberkarten, die jetzt wieder erlaubt ist. Der Effekt, wirst du nur ein Monster, das der Gegner kontrolliert, mit dieser Karte aus, übernimm die Kontrolle über das ausgerüstete Monster. Während jeder Standby-Phase deines Gegners erhält 1000 Life Points, was lächerlich ist. Das heißt, man kann sich damit jedes Monster vom Gegner klauen. Also, nur eins, aber egal welches. Und man darf es sogar selbst bestimmen, man darf damit angreifen, man darf es als Tribut anbieten, als Synchromaterial, als Exil-Material und. Schnappstahl ist eine der overpoweredsten Zauberkarten, die jemals released wurden. Und die Karte war seit Urzeiten verboten. Ja, und jetzt ist sie wieder erlaubt. Das zeigt meiner Meinung nach nur, wie broken Yu-Gi-Oh! Teilweise geworden ist. Und ich finde das echt traurig, dass man diese Karten wieder erlaubt, weil... Dass die Karte OP ist, dürfte jeder wissen, der ansatzweise Ahnung hat von Yu-Gi-Oh! Die Karte ist mit Abstand viel, viel, viel zu gut. Auch wenn fast alle Decks dreifach MRT spielen oder so bei Turnieren, aber das juckt mich kein bisschen. Ich habe übrigens hier noch die Scheiße offen. So. Das juckt mich kein bisschen, die Karte ist viel zu gut und wird jetzt wahrscheinlich in jedem meiner Decks landen oder in vielen meiner Decks. Und ja, es ist wie bei Raigeki, die Karte will ich nicht erlaubt haben. Dann haben wir Aufrichtig. Die Karte war auf 1 gesetzt, jetzt ist sie auf 2. Eine weitere extrem dämliche Neuerung. Aufrichtig ermöglicht es euch, ja, mit so ziemlich jedem Lichtthema random über gegnerische Monster drüber zu gehen oder Angriff vom Gegner zu überstehen und damit sogar noch das gegnerische Monster zu zerstören. Ist in fast jedem guten Lichtdeck drin und jetzt wahrscheinlich zweimal in fast jedem guten Lichtdeck drin. Support für Bujin, Satella Knights, Constella und irgendwas würde mir gerade nicht einfallen, Lightspawn genau. Und noch einige andere Themen, aber hauptsächlich die 4. Und ich muss sagen, diese Themen zu boosten, was Dummeres gibt's einfach nicht. Ich meine, klar, man versucht, dass diese Themen ansatzweise mit Quillfor oder so mithalten können, aber das können sie sowieso nicht, also warum? Macht einfach keinen Sinn. Die Karte auf 2 zu setzen war ultra dämlich und ist eine der schlechtesten Neuerungen, die wir heute sehen werden. Die nächste Neuerung ist Schwarzes Loch auf 2.
Ich habe schon bei der letzten Bandliste eine Sache bemängelt. Man hat Raigeki auf 1 gesetzt, aber Schwarzes Loch auch auf 1 gelassen. Und das macht keinen Sinn, weil Raigeki ist deutlich besser als Schwarzes Loch. Also warum sind beide auf 1? Und genau das wurde hier berichtigt. Es ist jetzt auf 2. Dadurch, dass eh ziemlich viele Leute jetzt einmal Schwarzes Loch, einmal Raigeki, einmal Torrential spielen oder so, wird ein zweites Schwarzes Loch da jetzt nicht oft gesehen werden. Deswegen können wir davon ausgehen, dass außer vielleicht irgendwelche Noobs jetzt nicht unbedingt so viele Leute ein zweites Schwarzes Loch spielen. Deswegen sollen wir das recht sein. Die nächste Karte ist Schwarzflügel Gale der Wirbelwind. Sie wurde auf 2 gesetzt und ich habe schon gesagt, dass die Karte irgendwann auf 3 gesetzt wird. Und das wurde sie jetzt. Juckt mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Schwarzflügel habe ich selbst noch nicht gespielt, aber es gibt viele Fans da draußen, die das noch spielen. Und die freuen sich jetzt, weil die Karte eigentlich recht gut ist. Und ja, damit kann ich absolut leben. Die Karte ist recht praktisch für das Thema. Ist ein Empfänger, kann leicht gespecialt werden, kann über gegnerische Monster drüber gehen, warum nicht? Das können sie gerne auf 3 machen, das stört mich jetzt nicht so sehr. So, dann haben wir aber links noch die nächsten Rüstungen, Abyssgunde. Die war auf 1, jetzt ist sie wieder auf 3. Nixon Rüstung war ziemlich tot, weil diese Karte auf 1 gesetzt wurde. Jetzt ist sie wieder auf 3 und wird wieder spielbar. Ich denke, dass viele Leute wieder dazu greifen werden. Allerdings, dass es nicht mehr so OP ist, dass es jetzt im heutigen Meta wieder mithalten kann. Deswegen ist es... Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Bock, gegen Nixon Rüstung zu spielen, ehrlich gesagt, aber... Ja, es gibt schlimmere Neuerungen in der Banlist. Damit kann ich mich abfinden. Wir werden sehen, wie oft jetzt Nixon Rüstung overused wird. Ich denke nicht so ultra viel. Hoffe ich zumindest. So, dann haben wir den wiedergeborenen Tengu. Eine tote Karte, deswegen lese ich den Effekt vor. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, beschwöre einen wiedergeborenen Tengu von deinem Deck als Spezialbeschwörung. Hat man nicht genutzt, weil halt nur noch 2 Tengus erlaubt waren. Jetzt sind wieder 3 erlaubt. Ja, ist ein ungeheuer Krieger. Kann man leicht raussuchen mit diversen Karten, wie zum Beispiel Tanky. Und ist Stufe 4. Man kann gut auf Xyz gehen. Es ist Wind. Man kann mit auf dieses... Rang 4 Xy von Wind gehen, was ziemlich gut ist. Chiri oder so heißt es. Das ist extrem mächtig. Deswegen ist die Karte eigentlich ganz interessant. Warum sie jetzt heutzutage noch auf 2 war, weiß ich gar nicht. Die Karte, ja, kann meinetwegen gerne auf 3 sein. Das stört mich keinesfalls. Sie hat zwar einen recht soliden Effekt, aber sie kann nur aus dem Deck gespecialt werden. Durch ihren eigenen Effekt. Deswegen, okay, damit kann ich leben. So, nächste Karte ist Gedankengang. Die Karte ist etwas komplexer, aber ihr könnt es ja hier lesen. Ich werde es jetzt nicht nochmal extra vorlesen. Ja, die Karte ist recht interessant. Die Decks, die es nutzen, können es auch ganz gut nutzen. 3-mal braucht man sich unbedingt. Kann man jetzt aber spielen, denn es ist von 2 auf 3 gesetzt worden. Ja, okay. Ist mir Wayne. Nutze ich selbst nur in 1-2 Fun-Decks und deswegen kann die Karte gerne wieder auf 3 sein. Die Karte ist nicht overpowered, deswegen Baum limitieren. So, die nächste Karte ist die Auswanderungsprophezeiung. Ja, wähle 2 Karten in den Friedhöfen, mische die gewählten Ziele in die Decks. Die Karte war in keinster Weise, auch nur ansatzweise, overpowered. Die war damals mal in vielen Side-Decks, aber heutzutage überhaupt nicht mehr. Deswegen, ich habe schon damals gesagt, als ich von 1 auf 2 gesetzt wurde, warum lässt man die nicht direkt auf 3? Das ist wie Magier des Glaubens. Die Karte hat keine Berechtigung, irgendwie limitiert zu sein. Deswegen, absolut berechtigte Erweiterung auf 3. Ja, war abzusehen. So, kommen wir zu den Synchro-Monstern. Wir haben den finsteren Jagdbomber. Es war damals möglich, einen ziemlich overpowerten OTK damit zu starten, aber die Karte hat einen Reprint bekommen, deswegen kann man sie in Effekt nur noch einmal in jeder Main-Phase 1 auslösen, deswegen ist diese Karte jetzt absolut crap und nicht mehr overpowered, deswegen, ja, verstehe ich auch nicht, warum man sie vom Verboten nur auf 1 gesetzt hat. Man hätte sie auch direkt auf 3 setzen können, die Karte wird keine Sau spielen. Vielleicht als Finisher könnte man sich vielleicht überlegen, aber nur wenn man Platz hat und die Karte ist nicht mehr gut. Die Karte ist nicht mehr so overpowered wie damals, deswegen kann man die Karte ruhig auf 3 setzen. Würde mich nicht stören, ehrlich gesagt. So, dann kommen wir zum Goyo-Wächter. Der Goyo-Wächter war auf 1, jetzt ist er auf 2. Ich habe damals schon gesagt, als sie wieder erlaubt wurde, sie war ziemlich lang verboten, dass das ist mit Abstand das beste Stufe 6 Synchro ist, was es gibt. Ja, jetzt ist es wieder auf 2. Bei jedem anderen Synchro-Monster könnte man sagen, ja, spielt man eh nur einmal im Side-Deck, weil man zu wenig, im Extra-Deck, weil man zu wenig Platz hat. Aber da es halt bei Goyo-Wächter keinerlei Konkurrenz gibt, wird man die Karte jetzt häufig mal 2-mal pro Duell sehen und das ist schon krass, aber im Verhältnis zu anderen Karten, die heutzutage erlaubt sind,
Meinetwegen, ich kann damit mittlerweile leben. Die können sie meinetwegen auf 3 setzen, weil wenn es auf 2 ist, kann man sie auch direkt auf 3 setzen. Bei einer Side-Deck, verwechsel ich das immer. Bei einer Extra-Deck-Karte ist es scheißegal, ob die auf 2 oder auf 3 ist. Weil wer beschwört die dann bitte dreimal pro Duell oder hat sie dreimal im Side-Deck? Eigentlich niemand. Ich habe schon wieder Side-Deck gesagt, egal. So, ihr habt schon gemerkt, ich habe mich heute etwas beeilt, weil ich wenig Zeit habe wegen Schule und so, aber die Schule ist ja jetzt bald zu Ende. Deswegen ist das bald geschafft und ich kann wieder regelmäßige Videos produzieren, das ist sehr schön. Ein kleines Fazit habe ich eigentlich schon am Anfang gebracht. Diese Band ist mal wieder Kommerz, man wollte neue Deckthemen schonen, die gerade beliebt sind. Und ja, das ist kacke, weil man dann das Meta zerstört hat. Es gibt nur noch 2-3 Deckarten, die heutzutage gewinnen können. Allen voran Cliffor. Wenn ich gegen Cliffor spiele, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich gewinnen soll. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich kann es hier mal eben versuchen zu finden. Wie wird denn das geschrieben, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich bin hier noch auf Zauberkarten, weil ich eben noch Gedankengang gesucht habe. Mit einem Q vielleicht. Okay, ich glaube, ich bin zu behindert, das zu finden. Moment. Ja, so wird es nicht geschrieben. Okay. Ah, hier. Hier die Clifford-Monster. Stimmt, das wird ohne QU geschrieben, nur mit QL. Ja, diese Karten hier sind in aller Hinsicht broken. Sind unbesiegbar mit einem normalen Deck. Keinster Weise betroffen von der Banlist. Die werden auch weiterhin jeden abfacken, der gegen sie spielen muss. Und das ist auch das größte Problem dieser Banlist. Karten wie Schnappstahl, Aufrichtig und Schwarzes Loch sind zwar broken, aber im Hinblick auf Clifford schockt mich nichts mehr. Deswegen, ja, das ist die neue Banlist. Ab dem 01.01.2015 werden wir damit dann im Let's Play arbeiten, beziehungsweise in Deathrow wird es wahrscheinlich schon einige Tage vorher übernommen. Gerade ist noch die alte aktiv, aber das wird jetzt die Tage wahrscheinlich in Deathrow übernommen. Offiziell ist es allerdings erst am 01.01.2015 gültig. Und ja, diese Bandlist ist mal wieder größter Crap. Und wir werden ja mal sehen, was die Zukunft so bringt. Ich denke nicht, dass diese Neuerungen schlau waren, aber wir müssen damit leben. Einige davon sind unnötig und einige davon zu stark. Genau wie bei den letzten paar Bänden ist das. Einige Neuerungen sind einfach krass. So wie Moral Tag, Schnappstahl, Aufrichtig, Schwarzes Loch. Andere Neuerungen sind scheißegal. Wie die Ausforderungsprophezeiung, Tengu, Gedankengang. Das ist einfach Wayne. Und das stört mich. Es gibt keine Änderung, bei der ich sage, ja, richtig entschieden. Es gibt entweder Wayne oder zu krass. Bei Abyssgünde könnte man das vielleicht sagen, aber da weiß ich auch nicht genau, ob das jetzt zu overused wird und zu nervig. Deswegen will ich da jetzt auch nicht sagen, ja, richtige Entscheidung, aber auf 1 will ich die jetzt nicht mehr lassen, weil die kann ruhig auf 2 sein. Bei den overpowerten Themen, die es heutzutage gibt, es macht keinen Sinn, die auf 1 zu lassen. Und Gale, der Wirbelwind ist, das sind schon alles sinnvolle Neuerungen hier. Hier hinten sind es sinnvolle Neuerungen. Schwarzes Loch eventuell auch. Aber teilweise einfach mega Wayne und an den richtigen Stellen wurde keinesfalls gekürzt. So Neuerungen wie Goyewächter von 1 auf 2 kann ich einfach nicht nachvollziehen. Darüber hat man nicht nachgedacht. Man kann sie direkt auf 3 setzen. Jeder Spieler in Yu-Gi-Oh! Weiß, dass es komplett scheißegal ist, ob die Karte auf 2 oder auf 3 ist. Warum setzt man sie nicht direkt auf 3, wenn man schon die Änderungen macht? Das ist so, keine Ahnung, als ob man wollte, dass es mehr Änderungen gibt, damit die Bandlist voller aussieht oder so. Oder damit man nicht merkt, dass es Kommerz ist. Keine Ahnung. Aber diese reine ganze Bandlist ist einfach übelster Kommerz. Shadow wurde kein bisschen geschwächt. Scheiß auf die Superpolymerisation, als ob die dadurch schwächer werden, die Shadows. Das kannst du sonst wem erzählen. Das Deckthema ist einfach sowas von broken und overpowered. Ob die jetzt eine Superpoly haben oder nicht, juckt die kein Stück. Klar, es ist schade für die, dass sie die verlieren. Aber dafür sind Elementalen zum Beispiel auch schwächer geworden. Und ja, geschwächt hat man die damit nicht ernsthaft. Das kann mir keiner erzählen. Eure Meinung werde ich natürlich wie immer gerne in die Kommentare hören. Die lese ich mir dann durch und werde sie auch kommentieren. Denn ja, morgen kriege ich Ferien und habe ich wieder Zeit dazu zu kommentieren. Hab gerade noch um die 30, 40 Kommentare, die ich nachlesen muss, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, werde ich jetzt die Tage machen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem weiteren Deathcore-Video oder einem weiteren LP-Part. Ciao!